Hallo und willkommen zurück. Heute wollen wir ein leckeres Chili con Carne machen. Hierzu benötigen wir folgende Zutaten. Wir benötigen 800 Gramm Hackfleisch vom Rind, 2 kleine Dosen Kidneybohnen, 3 große Dosen Pizzatomaten. Ich habe hierfür eine ganz große Dose mit 2,4 Kilo Tomaten geholt. Etwas Sonnenblumenöl, 2 große Zwiebeln und eine kleine Dose Mais. Ein Teelöffel Pfeffer, einen gehäuften Teelöffel Kreuzkümmel, einen gehäuften Teelöffel Salz, eine Zimtstange, 2 Chilischoten und eine Knoblauchzehe. Zuallererst geben wir ein bisschen Öl in den Topf und geben das Hackfleisch hinzu und braten es gut an. In der Zwischenzeit können wir bereits unsere Knoblauchzehe fein hacken. Und unsere 2 Chilischoten klein schneiden. Wenn das Hackfleisch gut angebraten ist, kommen die Zwiebeln hinzu. Der Kreuzkümmel. Und unser klein gehackter Knoblauch und die Chilischoten. Nun alles gut verrühren. Und das duftet schon schön. Nun kommen die Tomaten dazu. Hierfür nehme ich immer ganze aus der Dose. Die reifen nämlich noch nach. Hier schöpfe ich immer 2-3 Kellen Abfeuer von den flüssigen. Nun nehme ich mir einen Kartoffelstampfer und stampfe die Tomaten schon mal ein bisschen vor. Der Rest zerkocht nachher. Nun gebe ich die ganze Dose hinzu. Wie gesagt, 2,4 Kilogramm entspricht etwa 3 große Dosen Pizzatomaten. Alles gut miteinander verrühren. Nun kann der Pfeffer hinzu. Das Salz und die Zimtstange. Nun nochmals verrühren. Nach 60 Minuten Kochzeit können unsere Kidneybohnen hinzu. Und der Mais. Nun verrühren wir alles nochmal. Und lassen das Ganze 30 Minuten lang nochmals kochen. Nach insgesamt 90 Minuten ist das Chili fertig. Sieht schon sehr lecker aus. Hierzu kann man wunderbar aufgeschnittenes Baguette essen. Wer es ein bisschen schärfer mag, kann da noch im Nachhinein Sambal Oleg reintun. Wer den Geschmack noch ein bisschen abrunden möchte, kann auch mit Rinderbrühe noch ein bisschen nachhelfen. Probiert selber aus. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Ciao.